Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die und zu der super tollen Quest von Drunken Heinz. Und ich bin auch heute wieder nicht alleine, weil ich habe prominenten Besuch. Der liebe Belkreis da, hallo. Schönen guten Tag. Und der Nordisch ist auch da. Ja, natürlich, wie immer, guten Tag. Natürlich, genau, wir stehen immer noch auf unserem tollen Dach hier. Was, auf dem Dach? Ich stehe auf dem Dach. Achso, ich wollte schon sagen, ich stehe gerade auf dem Dach. Da unten bist du, nackter Mann. Was, bin ich nackt? Warum? Gerade alle auf Flächen ja, unterwegs. Oh, super. Achso, Tatsache. Ja. Wir wollen schon mal. Achso, dann können wir eigentlich mal den Wellcry doch gleich mal tracken. Mhm. Kann ich gar nicht. Das ist aber schade. Kannst du nicht? Warum? Weil du hier schwarz hinterlegt bist bei mir. Du bist also, laut meinem Spiel, bist du gar nicht da. Ist ein Scherz, echt? Ja, das ist, ist leider so. Okay, ich kann dir aber meine Koordinaten ja eben geben sonst. Also theoretisch immer gerade nach oben. Mehr müsst ihr nicht machen. Wollen wir ich stehe, einfach ich stehe Richtung bei, Norden laufen? Ich stehe bei 1280 Ost. Das ist, müsste auch so ungefähr eure Höhe Ost. Sein. Ja. Und 5340 Nord. Genau 5,0 Kilometer. Achso, hast du ihn schon? Ja. Okay, dann track ich dich und dann läufst du vor. Das ist gut. Wieso? Genau. Zeigt er die Machen Kilometer an? Oder wie? Doch. Ja, ich habe irgendwann gesagt. Ich habe einen Mark auf dich gemacht. So, hier dann. Ein Bookmark hier, wie heißt das? Das Fähnchen halt, Mann. Jetzt hätten wir das Wort nicht an. Okay, hier sind echt mehr Zombies drin, als reingehören. Ich gehe schon mal runter. Nehmen wir ein bisschen Munition mit, Bücher, Taschenlampen. Ein Headlight haben wir auch. Ja. Habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich habe jetzt nur die wichtigsten Sachen habe ich jetzt nur mitgenommen, erstmal. Schlafsack? Muss ich Schlafsack mitnehmen? Oder? Nee, wenn du den aufhebst, dann. Ich würde mir unterwegs einen neuen craften oder sowas. Genau. Ja, genau. Deswegen habe ich schon einen Rest Stoff mitgenommen. Müssen wir gleich sehen, dass wir noch ein bisschen Baumwolle zupfen gehen. Zupfen, genau. Achso. So, dann geh mal. Schlag mich nicht her. Ich habe dich gar nicht geschlagen. Hätte ich ja, aber fast. Ne, ja, Friendly Fire ist auf. Haben wir gestern schon getestet. Ja, schlagen kann ich ja trotzdem. Das ist sehr lustig. Hier kommen immer Zombies rein und vorne in den Toolstore und gehen hinten wieder raus. Geil. Und tja. Was ich jetzt aber noch nicht weiß, ist, ob die wirklich raus sind oder ob die hinten auf mich warten. Das ist die große Frage der Fragen. Ja, ich versuche hier gerade runterzukommen, heile ohne mir alle Knochen zu brechen. Das ist auch nicht so einfach gerade. Oh, jetzt trifft dich hier ab. Ich fahre hier gleich runter. Ich fahre hier gleich runter. Nein. Vorsicht, Schneewanderer. Ja, ich komme hier die Dings nicht hoch. Mann, oh. Schon wieder einer reingekommen. Oh, du hast noch Bier in der Tasche? Zweimal, ja. Können wir uns ja gleich mal eine Portion geben und dann geht es ja, ein bisschen fixer hier. Ja, ich komm oder auch nicht. Ach, da bist du. Okay, komm ich hin. Warte auf dich. Bringt ja eh nicht so viel an. Es hört gar nicht auf, dass hier welche reinkommen. Endless Horde. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt kommt eine Schwester hier rein und die gehen alle immer direkt nach hinten. Das ist total schräg. Ich würde ganz gerne vorne mal ein paar... Boah... Lass uns noch ein Stück gehen, nicht, dass wir uns nachher einen verkloppen hier, vielleicht hier vorne. Ich hatte in der Nacht von 6 auf 7 auch einen Feral-Zombie hinter mir auf einmal. Und, echt? Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Heinz vielleicht irgendwie beim Server-Manager hier ein paar nette Geschenke gibt. The Hunger Games. Vielleicht liegt es auch einfach am Schwierigkeitsgrad, dass dann auch ein paar Ferale dabei sind. Also ich habe auch nachts auch schon Ferale gesehen, so ist es nicht. Aber das ist äußerst selten, finde ich. Ich habe jetzt vorne dicht gemacht und hinten ist wahrscheinlich der Laden voll. Ich will jetzt gucke jetzt mal hinten rein, was hier los ist. Vorsicht, ich neige zu schreien, ne? Ja, macht nichts. Wo fand ich das denn so witzig? Wo hattest du dann auch so geschrien in einem Video? Mensch, das war doch auch letztens erst, wo ich ein Video von dir gesehen hatte, weil. Wo war denn das? Da hast du dich richtig erschreckt. Komm jetzt nicht drauf. Bei dem Stream, nicht umdrehen. Und auf einmal die Tussi da hinter dir stand. Ja, das wird da gewesen sein, das denke ich geil. Mir auch. Oder es war mein ein Jahr Wellcry Best of. Das kann auch sein. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Nein. Oh, da hat es geknackt hinter mir. Oh.
Brauchst du einen Splint? Ich habe einen Splint in der Tasche. Ach ja, wäre nett. Das war ein bisschen zu. Oh, nur einen. Na gut, nutze ihn weise. Ja, ich nutze ihn halt. Sag so, warte mal, wenn du hier hau nicht gleich ab. Ach so. Ich habe ja noch ein Bier. Yeah, oh ja, sehr jetzt gerne. Wollen wir mal sehen, dass wir hier ein bisschen mit der Kill-Statistik aufholen. Aufholen? Ja, Nordisch 24 geht ja eben, genau. Ja, ja, ja. Das sieht nach Arbeitsverweigerung aus. Ne? Ja, genau. Ja, wir haben gestern ja auch einen Bären, haben wir gestern noch ein bisschen geärgert. Ich bin dann, was weiß ich, um unser Haus bin ich, glaube ich, 10-mal rumgelaufen, hab den Bären durch die Spikes getrieben. Das dauert aber auch eine Ewigkeit, bis der mal drauf geht. Also das ist echt enorm. Oh, apropos Spikes, da sagst du gerade was, Mensch. Wozu habe ich noch 200 Spikes in der Tasche? Rückenkratzer. Tja, Rückenkratzer, genau. Weil da habe ich nämlich ein ganzes Feld angelegt bei unserem alten Haus hier, bei unserem ersten Safehouse. Na, weil hier stehen doch jetzt einige noch vor mir und da können wir aber was mit machen hier. Denk noch an Baumwolle, Herr Spielekaiser. Immer, ich bin schon die ganze Zeit fleißig am Sammeln. Naja, so viel brauchen wir nicht. Brauchst ja nur 12-mal. Oh, ein Haus. Ja, aber auch kein Forge-Haus leider. Nee. Natürlich super, wenn wir mal so 10 Barren zusammenkriegen würden, dann könnten wir uns... Apropos Forge-Haus, wir müssen, können auch gleich mal Lehm mitnehmen. Ich habe ja Schaufeln gefunden. Dass wir auch gleich eine Mold machen können. Da ist ein Hirsch. Ein Hirsch. Ich nehme gleich mal die Schaufel. Ein Schuss. Noch ein Schuss, ja. Ich muss mal eben. Na, hier kippen sie jetzt reihenweise um. So muss das sein. Das hat mir eben so nach. Die Dicken brauchen noch ein bisschen. Ah, na gut, dann müssen wir weiter hinten gucken. Hier ist kein Lehm. Ich brauche mal eben kurz Holz. Ein bisschen Holz habe ich aber auch. 20 Stickies. Jungs, ich würde auch ganz gerne mal looten hier dürfen. Oh, die Zombies droppen auch nichts mehr, ne? Also auf dem Server nicht, ne. Das ist wirklich hardcore-mäßig eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob man das konfigurieren kann. Ich glaube es nicht. Aber ich habe jetzt 6 Zombies der Reihe nach, glaube ich. Also in 4 war... was zu essen, das ist gut. Trinken bräuchte ich. Das wäre auch mal nett. Ja, ich habe alles dabei. Alles an Essen und Getränken habe ich dabei, was wir hatten. Ja, wir hatten ein schönes, komfortables Haus, ne? Definitiv. Also da hätten wir eine Weile überlebt. Vor allem, weil es halt mitten im Tal eines Gebirges ist. Da kannst du wirklich Glück haben, dass du kaum Horden kriegst. Also beziehungsweise die irgendwo festbacken nachher. Mhm. Das ist schon recht cool. Oh, ich habe einen Alkohol gefunden. Hat jemand ein First Aid Buch gefunden? Nee, ne? Leider nicht. Leider nicht. Auch die große Bibliothek, die war wirklich mau. Also so viel Geiles haben wir da nicht gefunden. Das war wirklich nur ein Crossbow. Da hatte ich noch 2 Teile Eisenrüstung gefunden. Das war es auch schon. Also so prall war das nicht. Ja, dann muss ich bei euch auch nochmal reingucken, was ihr jetzt die Zeit so getrieben habt. Das würde mich auch interessieren. Ja. Naja, ich habe ja nur einen Zusammenschnitt gemacht von einer Stunde. Das muss dann reichen. Irgendwie ist meine Internetleitung gerade. Ich höre euch so abgehackelt. Jetzt muss ich mir meine Frau aus dem WLAN schmeißen hier. Einfach das Passwort ändern. Ja, genau, während der Aufnahme. Nein. Papp. Ganz reizend. Ja, so macht man sich Freunde. Aber man weiß ja, eine gesunde Beziehung beruht auf Hass. Hier, Herr Spielekaiser, hier hinten sind Sleeping Bags. Dann brauchst du nichts craften. Hier liegen die ja in diesem Campinggebiet hier. Ich sammle die mal ein. Ich habe ja schon so viel. Ich habe jetzt 11 Stoff insgesamt und die 6 auch noch. Also 17. Brauchst du eine Hose? Hier liegen auch noch Klamotten. Oh, bei Hose sagst du gerade was? Obwohl, die kann ich mir selbst herstellen. Wieso renne ich immer nackt in diesen Spielen rum? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Aber es ist schwierig, Herr Kollege. So, wo bist du jetzt? Ach, da hinten. Dann laufe ich da mal lang. Bandagen. Okay. Ich habe uns auf dem Weg irgendwie mal Aloe mitgenommen. Ich könnte, wenn ich noch ein bisschen Stoff sammle, habe ich insgesamt 4 selbstheilende Bandagen. Soll ich Sand mitbringen? Super. Oder hast du das Sand?
Also ich habe hier gerade so eine kleine Sandbank, wie das aussieht. Also sonst würde ich Sand mitbringen. Ach nee, brauchst du nicht. Bis wir das eingeschmolzen haben, das... wir wissen jetzt ja grob, wo wir hin müssen. Insofern denke ich mir ja... Spielekaiser, du willst nicht auf dem Weg zum Weißland jetzt hier, oder? Nee, ich sehe gerade ein Haus, was normalerweise früher im verbrannten Biom stand. Das ist ja interessant. Ach, guck mal, hier sind die Häuser. Ach so, das, ja, die stehen hier gelegentlich rum. Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Genau wie in der Stadt, da waren so ein paar Wüstenhäuser, die du normalerweise in diesen Kleinstädten findest. Ja. Die waren halt in der zentralen Stadt. Ich bin auch gewundert. Wir können jetzt Shotgun-Shells herstellen. Wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, denke ich mir mal so. Ich habe schon 10 in der Tasche. Da ist ein Bär. Okay. Ich muss mal eben Pfeile machen. Ja? Ich habe hier auch noch das Rezept von der Sniper und Shotgun-Shells habe ich auch noch hier. Das hattest du ja eingelagert. Was die immer alles findet hier. Das Sniper-Rezept lag in der Hütte. Ja, deswegen sage ich ja. Das habe ich auch noch mit dabei. Also bisher ist bei mir nicht so dolle, bis auf Scrap. Breast brauchen wir auch nicht. Also wir werden uns ja wohl kaum Munition herstellen, denke ich mir mal so. Wir müssen ja nur in die Basis. Oh, ein Cooking Pot habe ich gefunden. Den könnte ich mitnehmen. Oder hast du welche eingesteckt? Einen habe ich mit, ja. Ja, einer reicht ja, ne? Ja. Oh, Zeltstadt, da könnte ein Auto sein. Ich habe eine Taschenlampe, dann brauche ich das nicht mehr. Da ist ein Auto. Oh yeah. Oh yeah. 3,4. Oh, das ist ja locker. Dann ist er doch schneller unterwegs. Dachte ich hier. Man ist immer so Minibike verwöhnt, weißt du? Und wenn du auf einmal wieder bei Null anfängst, so. Oh ja. Das ist schwierig. Krass, ja. Also, der Tool ist doch hier. Ich habe zwei Schraubenschlüssel gefunden. Auch nicht so unbedingt das, was wir brauchen. Nee, stimmt. Benzin und Knochen. Mit Benzin kann ich den Knochen schmeißen. Oh, eine grüne Pickaxe. Yes. Sehr gut. Ich glaube, die werden wir brauchen. Garantiert. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch ein bisschen mehr. Na, Hard Metal Door spare ich mir mal, weil ich glaube, da, wo wir hingehen, werden wir Hard Metal Doors finden. Und die werden uns stören. Da gehe ich stark von aus. Was kann denn hier mal weg, Mensch? Pistol Barrel. Also eine Pistole werden wir uns auch nicht zusammensetzen, denke ich mir mal so. Ich scrappe das mal. Ja, das kann weg. Ich habe den Shotgun Receiver mitgenommen und das Shotgun Barrel. Ich könnte auch eine herstellen. Aua. Irgendwie noch Shotgun Parts. Ach, das ist es doch nicht. Echt jetzt? Oh. Mann. Du spawnst jetzt, ja, doch wieder in der Hütte am Schnee, ne? Ja. Nein. Schon wieder. Na, ich war schon so weit unten, deswegen. Und es ist wieder alles weg. Oh Mann, oh. Kann ich denn. Ich erinnere daran, so bis 22 Uhr sollten wir irgendwo untergekommen sein. Nachbarn uns einfach so runter. Mach uns ein Rabbit Hole. Aber das schafft ihr, also. Sollten gesagt, wir. Das wäre besser. Ja, also wenn du jetzt losläufst, einfach so direkt bis 18 Uhr. Ihr lootet ja, noch, ne? Irgendwas. Ja, so ab und zu bleibt man mal stehen und. Ja, gut, das kann man ja machen. Aber ich knall mir jetzt das Bier rein und gebe Knallgas hier. Kannst du auf deinen Kollegen warten? Ich habe da jetzt kein Problem mit. Eine orange Pickaxe. Die orange Pickaxe nehme ich auch mal mit. Weil zwei können jetzt hier auch nicht schaden. Ich mache hier sicherheitshalber auf dem Dach mal. Ich stelle uns aufs Dach von diesem Tool Store, wo ich bin. Sicherheitshalber mal eine Kiste eben. Weil ich mir vorstellen kann, dass wir vielleicht diese Nacht dann doch hier bleiben, ne? Also allein durch die Tatsache, dass Norbert eben nochmal gestorben ist. Ja, wenn man wirklich durchläuft, dann geht das eigentlich recht gut. Und ich hätte echt gedacht, man braucht länger für die 5 Kilometer. Nee, das geht. Das ist, wie gesagt, ich bin morgens um 4 losgelaufen und bin um
war um 13 Uhr da. Also das ist jetzt das geringere Problem. Oh, das Schweineleck kriege ich ja. Was brauche ich denn gerade mal nicht? Golden Rod brauche ich Ach, da ist nicht. ja noch ein Die Dorf, Mensch. Pickaxe. Ja, Woodlocks brauche ich gerade nicht. Bücher können wir auch nicht gebrauchen. So. Nee, aber die zweite Pickaxe nehme ich mal mit, weil je mehr Leute nachher auf irgendwas einschlagen können, desto besser, ne? Oh ja, oh ja. Definitiv. Wir haben es gestern zusammen mit einer hier eine Stone Pickaxe gemacht. Zum Tresor, das war schon eine gute Arie. Naja, aber es ging ja auch dann doch schon relativ fix, also. Und eine Fire-Axe habe ich auch noch gefunden, eine gelbe. Oh, super. Schick. Aber ihr müsstet eigentlich auch schon Sachen haben, ne, aus eurem Toolstore, oder war da nichts Da war Gescheites gar nicht. drin? Reaper Da war Frames halt nix. ganz viel. Ach ja, richtig, hast ja gesagt. Ja. Die habe ich auch Heinz, wir sind ja mitgebracht. auf den Fersen. Ja, Heinz, wir kommen. Genau, zu dritt sogar. Im Wie Militärcamp, gewünscht. ich glaub's nicht. Ja, richtig, aber pass auf, das ist nur halb da und da liegen noch Minen rum, ne? Ich wäre da fast drüber gelaufen. Ja. Das ist immer geil, wenn man die Zombies da reinlockt oder wenn der Schwein jetzt da reinrennt, dann haben wir ein bisschen Action Aber hier. das bist du bei diesem Militärcamp, was irgendwie am Berg abgeschnitten ist, ne? Oder? Das sieht so Nee, abgeschnitten. das sieht sehr komplett vorhanden aus hier. Warte mal, ich lauf mal rum. Ich weiß ja ungefähr, wie breit die Minen sind. Oder wie breit der Minengürtel ist. Nee, das ist komplett hier. Okay, hat Manchmal jemand sieht man die nicht. Magnum-Teile? Ich habe ein Enforcer-Magazin gefunden. Ach. Ja, jetzt laufen die Zombies hier durch und es passiert Oh, jetzt läuft da noch ein Bär rum. nichts. Okay, Da wir haben liegen aber jetzt, Minen. cool, wir haben jetzt zwei grüne und eine orange Pickaxe. Geil. Sehr Ja, gut. finde ich auch. Ja, und eine Forge herstellen wir vielleicht doch nicht so schlecht. Das Aber wäre das können wir dann vor der definitiv. Base machen, weil dann können wir die reparieren halt, ne? Dafür brauchst du ja Ingots oder viele Toiletten. Ja, ist doch so. Hast du denn Pipes schon da? Nee, eine. Ich hab 13. Sehr gut, weil die Pipes brauchen wir ja nachher. Leder habe ich ja dabei. Das sollte passen. Da können wir Genau, uns ich auf jeden jage Fall noch schon mal eine Hasen hier Forge und so bauen. und Ach so, Stein brauchen wir noch einmal. Nee, Moment, große dreimal. Steine, ne? Große Genau. Steine, Können wir mit der dreimal. Pickaxe gleich mal hier so einen Boulder zerlegen. Ja. So, mal gucken, wie lange ich für den Safe brauche hier. So, Bär auf dem Weg. Ist ja erst halb 11. Ist ja noch schön Wollte ich gerade Sonnabmittag. sagen, wir haben ja richtig hier richtig Zeit. Ja, ich habe es ja vielleicht auch gleich mal zu meinem Rucksack geschafft schon. Oh. Lila Pickaxe, danke. Nee, Lederstiefel-Schematics und Lederkopf-Schematics. Dann können wir schon eine komplette Rüstung bauen. Ja, ich habe die anderen Lederteile auch, außer das Ledertanning-Buch. Verdammt, das brauchen wir auch, ne? Richtig. Leider. Super. 1A, top. Ja, viele Bücher mittlerweile. Finde ich aber nicht verkehrt. Ja, es kommt drauf an. Also ich hätte zum Beispiel von den Munitionsarten hätte ich zusammengefasst. Nicht für jede einzelne Munitionsart ein einzelnes Buch. Das finde ich ein bisschen nervig, muss ich sagen. Oh, Iron Leg, okay, Schematics, aber da werden wir wohl nicht hinkommen. Die habe ich nicht mal im Solo gefunden. Echt nicht? Oh, irgendwie Nee. alle. Glaube ich nicht, dass ich Dafür die habe ich aber auch kein gefunden habe. Minibike. Ja, okay. Noch nicht. Mir fehlt, glaube ich, noch ein Lämpchen. Noch ein Lämpchen fehlt mir, dann habe ich ein Minibike. Ansonsten ist auch alles schon lila. Also ich kann auch schon alles lila herstellen. Von daher. Hast du einen lila Motor auch, oder was? Ich habe auch einen lila Motor, ja. Das ist nett, Und ja. wie gesagt, ich bin, ich weiß nicht, Level 52, 53 oder so. Und dann Ja, kann ich okay. natürlich dementsprechend schon lila Tools herstellen und alles Mögliche. Das ist schon recht nett. Ach nein. Okay, dann nochmal hier rauf. Alles mal in die Kiste retten hier. Und dann warte ich mal der Dinge, die da kommen. Also ich spreche auf euch beide. Ja. Ja. Schon wieder ein Bär. Geh weg, Bär. So, wichtiges Werkzeug, wichtiges Werkzeug. Ich besorge uns noch mal ein bisschen Feuerholz schon mal. Das kann ich ja machen. So, Rucksack, wo bist du? Große Steine könnte ich auch schon mal besorgen, wenn ihr Ja.
möchtet. Definitiv. Das wäre fantastisch. Leben habe ich auch dabei. Dies Basho. Dies Basho. Papier. Ja, so eine Höhle im Waldbiom wäre natürlich der Hammer. Da ist nämlich alles drin. Ja, gut, aber bis du da meinen kannst. Oh, jetzt. Das Klo lasse ich mal lieber hier ganz, damit wir noch Wasser holen können. Lecker. Stehen da natürlich die Zombies. Hier ist ein Wasserturm nebenan. Ich glaube, am Wasserturm kann man auch Wasser holen, ne? Du kannst es kaputt machen und dann kommt da Wasser raus und überflutet die ganze Welt. Ja, genau. Richtig. Minimum. Ich weiß gar nicht, ob man hier im Wasserturm Wasser... Ja gut, man kann ihn kaputt machen, Wasser das drin. Stimmt. Was ist drin im Turm? Ja, aber... Ups. Oh ja. So. Erstmal wegsprinten. So langsam geht Essen auch echt zur Neige hier, aber das ich passt doch. Ich bring mit. Ich habe einen Burger dabei, Cheeseburger. Ich habe eine Dose mit Bohnen dabei. Ne, Quatsch, mit Erbsen. Erbschen. Und Eier habe ich und Schwein. Ja, die anderen Sachen machen leider durstig. Oh, hier ist ein Hirsch. Komm her, Hirsch. Hirsch, wir brauchen dein Fell. Ach, doch. Oh, Mann, ey. Mir so ein Dicker auf einmal hier entgegen unterm Berg. Full Deibel. Oh. Hallo, Adrenalin. Ach. Na nun, ich dachte, man muss höher zielen. So, jetzt habe ich natürlich keinen Splint. Verdammt. Siehst du, hättest du mir mal den Splint nicht gegeben. Komm, nee, stirb, der Hirsch nicht. Komm, stirb. Stirb, du Hirsch. Hab ich überhaupt weiß nicht mal, ob ich ihn treffe, du. Ach, das, okay. Wie viel höher muss ich denn zielen? Oh, doch so viel höher. Krass, okay. Ach, der Nordisch kann übrigens Crossbow herstellen. Ja, bringt mir ja nichts. Ich brauche dafür dann Forged Leder. Und Forged Iron. Stimmt. Ach ja, das Lederbuch, ne? Leder. Genau. Ja. Das ist so ein Problem, ne? Oh Mensch. Ansonsten? Ja, die Suche gestaltet sich dich auch. Ich fand es so knuffig, dass Heinz geschrieben hat, ja, vielleicht ein, zwei Folgen. Ja, wir machen da 10, 20 Folgen raus. Habt ihr schon genug Baumwolle für einen neuen Sleeping Bag? Sonst sammle ich hier. Okay. Ich habe auch zwei im Campingplatz hier eingesammelt, also ich habe auch welche dabei. So, ach ja, Golden Rod könnte ich auch nochmal mitnehmen hier. Achso, ich habe doch noch ein Bier irgendwo oder nicht? Hier waren zwei Bierschränke, die waren natürlich beide leer. Ne? Ist klar. Ne, der Heinz weiß auch, was gut ist. Ja, definitiv. Ich glaube, das hat er vorher geplündert. Obwohl, nee, ich glaube, zwei Bier habe ich. Habe ich nicht richtig geguckt, mal wieder. So, gucken wir mal. So, ich bin jetzt auch beim Militärcamp auf der Ecke. Wie weit ist denn das weg? Jetzt scroll ich mal eben runter. Ich habe noch 1,1. Okay, ja, Spielekaiser sehe ich schon. Das ist, du bist eine Bildschirmlänge entfernt. Ja, einen Kilometer noch jetzt. Ja, und ist nur Wald. Ja, Nordisch ist okay. Ja, das passt aber. Das passt locker, ja. Muss. Das schaffst du. Chaga. Lauf, Nordisch, lauf! Ja. Oh, Kohle. Die baue ich mal eben ab. Kann nicht schaden. Mindestens zum Heizen. Genau. Bin mal gespannt, wie wir da reinkommen in seine Festung. Ich auch. Hat sie bestimmt runter bis zum Bedrock gebuddelt. Garantiert, ja. Da müssen wir uns erstmal einen Kern gemacht, dann noch einen Lenkclaim-Block da drauf. Richtig. Und da müssen wir rein. Die roten Haie, das frage ich mich immer noch, was es damit auf sich hat. Aber werden wir mal sehen. Ja. Ja, gute Frage. Dafür müssen wir es erstmal finden. Ich bin da sowas von unkreativ. Ah, scheiße. Oh, das war knapp. So, meine Lieben, wir sind bei 25 Minuten. Auch genau. Inzwischen. Jo.
Dann würde ich mal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Genau. Mutmaßlich. Ja, im Süden ist der Nordisch, im Norden ist der Valkyrie. Ich bin mittendrin. Juhu. Ja, mittendrin. Genau. Wir nehmen dich in die Zange. Mach ich Nachhut. Ja. Nein, aber ich bin da zuversichtlich, dass wir uns gleich treffen hier. Genau. Das wird ja kein Problem sein. Genau, vor der Nachthorde. Das wird spannend. Freut euch auf die nächste Folge. Genau. Ach ja, richtig. Könnt ihr ja schon mal mit den Vorbereitungsmaßnahmen anfangen. Das wird spannend. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Genau. Jo, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.